Ich höre, Herr, wie kannst du so dumm sein? Er lässt einfach seine Kamera bei mir im Auto. Was bist du für ein Peachland? Servus Leute, was geht ab und willkommen beim neuen Video. Ja, Freunde. Was geht ab? Ja, Leute, das war meine Mutter, die war im Krankenhaus wegen ihr Auge, irgendetwas, musste da dran irgendwas operiert werden. Aber ja, okay, Leute, kommen wir zur Sache. Da habe ich mir überlegt, ein Selbstexperiment zu machen und zwar eine ganze Woche lang Pommes essen, Leute. Ich bin schon gespannt, wir haben gerade 16 Uhr, Freunde, meine Schwägerin macht mir gerade Pommes. Wir warten mal, bis es fertig wird, ne? Ne? Ja. Alles die Beste, Leute. Ich muss dazu sagen, Leute, ich esse wirklich relativ wenig momentan. Normalerweise esse ich ohne Ende, aber momentan esse ich so wenig. Das ist unglaublich für meine Verhältnisse. Ja, Leute, meine leckeren Pommes sind jetzt fertig und ich gönne mir jetzt erstmal meine erste Mahlzeit heute. Ey, Leute, ich habe gerade so eine ganze Ladung gegessen, ne, und jetzt kommt die zweite Ladung. Boah, eine Woche lang Pommes essen, Leute. Ey, das ist meine. Und das Schlimmste ist, Leute, wir haben gerade Wassermelonen und sowas alles klein gemacht und oh mein Gott, Leute, ich liebe Melonen. Aber ich darf die nicht essen, einfach stumpf. Oder Tam Schützenfestmusik, Leute. Ey, Leute, hört ihr das? Unsere Nachbarn, ne? 24 Stunden 7 hören die Helene Fischer. Ich kann schon fast alle Lieder von da auswendig. Boah, Leute, ich habe so viel gegessen, ne? Mein Bauch explodiert gleich. Ich kann nicht mehr, ehrlich. Tschüss. Das Schlimmste ist, die gönnt sich jetzt gleich ein Eis und ich darf mir... Ich darf kein Eis essen. Sag mal hallo. Hallo. Bis Servus, Leute. Wow. Leute, das ist so geil, ne? Ey, Twingo ist das geilste Auto überhaupt, ey. Ja, Leute, auf jeden Fall gehen wir jetzt Shisha und... Wow, schön. Wow. So, wir sind gerade von der Shisha-Bar gekommen und ich habe schon wieder übertrieben Hunger. Wir haben aber 22.30 Uhr, Leute, und ich habe echt gar keinen Bock auf Pommes jetzt. Deswegen habe ich mir überlegt, ich esse jetzt erstmal gar nichts und wir sehen uns dann morgen wieder. Peace out. Servus, Freunde, was geht ab? Tag 2 und wir haben jetzt schon 13 Uhr, Freunde, und ich habe ehrlich sowas von gar keinen Bock auf Pommes jetzt als Frühstück, Freunde. So Leute, ich warte jetzt eben, bis die Pommes da fertig werden und in dieser Zeit wollte ich euch mal ganz kurz was zeigen, Freunde. Und zwar, da haben wir auch Haustiere, aber nicht wie jeder normale Mensch, eine Katze oder ein Hund oder sowas. Ich zeige euch das mal. Ach, hier sind die doch. Die chillen einfach hier im Garten. Ja Leute, wir haben Tauben, stumpf einfach Tauben, ey. Was geht ab? Das Krasse ist, die fliegen nicht weg, Leute, ehrlich. Obwohl sie jetzt so frei ist, die fliegen nicht weg. Die fliegen immer in ihr Gehege hier rein. Hier, guck, da ist der andere. Yo, Bro, what's up, man? Yo. Leute, meine Eltern sind richtige Farmer. What's up, Bro? Wir sehen uns. Werde mir die jetzt mal gönnen und... Mal gucken, ey. Ah, warm. Gar nicht mal so schlecht. Wir sehen uns, alle. Das ist meine zweite Mahlzeit, Freunde, seit gestern Mittag. Also seit gestern Morgen. Gestern habe ich ja eine Portion Pommes gegessen, hattet ihr ja gesehen. Und nach dieser einen Portion habe ich den ganzen Tag nichts gegessen gehabt. Und jetzt am frühen Morgen, Freunde, kommt meine zweite Portion wieder Pommes. Und mir ist gerade übel schlecht. Ich brauche jetzt erstmal was zu trinken, Freunde. Und jetzt dürft ihr alle dreimal raten, was trinke ich. Ihr wisst doch, ich trinke immer nur Red Bull. Fast runtergefallen. Jo Leute, was geht ab? Ich möchte jetzt zu meinen kleinen Cousins, Leute, und die wohnen in St. Veit. Das Problem dabei ist, zu Fuß dauert es 1 Stunde und 5 Minuten, Leute, da ich ja gar keinen Autoführerschein mehr habe. Ja, wie gesagt, dazu kommt ein extra Video. Ich hoffe, ich habe jetzt ein Fahrrad unten in der Garage und wir sehen uns. Ciao. So Leute, jetzt bin ich hier angekommen und schwitze wie sonst irgendetwas. Es war so warm, ne? Und ich glaube, ohne Witz, Leute, ich habe 1 Stunde, glaube ich, gebraucht. Und jetzt bin ich hier und jetzt denke ich mir, ey, warum bist du hier? Jetzt fahre ich gleich wahrscheinlich wieder zurück nach Hause und mache mir die nächste Ladung Pommes.
Geil, ich hab ehrlich gar keinen Bock mehr. Schon am zweiten Tag. Boah, das ist voll geil, ne? Hä? Boah, wie geil. Despacito. Tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que no puedes ser tan rico. Was geht ab? Tag 3 hat jetzt begonnen. Ihr fragt euch, hey, warum schon Tag 3? Weil wir haben jetzt 0.46 Uhr, Freunde. Und mir fällt gerade auf, dass ich, glaube ich, gestern nur einmal gegessen habe. Ey, ohne Witz, ich freue mich diesmal irgendwie auf Pommes, Leute. Ich freue mich schon drauf. Ich gehe mir jetzt Pommes machen, Leute. Besuch ist auch da. Und ja, Leute, ich mache jetzt meine Pommes fertig und wir sehen uns gleich wieder. Peace out. So, wir waren vorhin schwimmen, Freunde. Und ich habe leider meine Kamera hier zu Hause vergessen gehabt. Und ich habe mir dort am See schöne Steakhouse-Pommes gegönnt. Das war mal wieder eine kleine Abwechslung zu diesen Standard-Pommes da. Und auf jeden Fall fahren wir jetzt heute nach Köln, Freunde. Und ich muss mir gleich ein paar Pommes kaufen und damit ich dort in Köln was zu essen habe. So Leute, wir sind jetzt in Köln angekommen. Azad ist jetzt auch mit am Start. Was geht ab, Leute? Gerbo ist am Start und auf jeden Fall hier jetzt voll die Gangbang und. Ja Leute, wir gehen jetzt was essen und die werden sich jetzt richtig, die werden sich richtig hart gönnen und ich darf mir wieder Pommes bestellen, Leute. Wow, ich freue mich schon. Wir sehen uns gleich wieder. Macht's gut und haut rein. Hey Leute, ich muss euch was sagen. Er hat sich voll verändert. Bruh. Warum kriegst du meine Cappy nicht? Weil du Wichser mir keine geschickt hast. Was ein Bastard, ey. Oh Gott, ich hab das Markus gesagt, er hat keine geschickt, weil ich ja, Leute, wir warten jetzt auf unser Essen und ich hab schon so übertrieben Hunger, ne? Guck mal, Leute. Boah, ich sterbe. Die haben schon alle ihr Essen und obwohl ich nur Pommes habe, dauert es am längsten. Guck mal, Leute, was der sich gönnt, Alter, und ich muss mir einfach nur Pommes gönnen, ey. Leute. So, Freunde, wir sind jetzt fertig mit Essen und sind jetzt alle zusammen schön eine Pfeife rauchen. Und oder also Shisha, ich hab 18. Leute, ich kann keine Pommes mehr sehen, ohne Witz. Ich. Dann aber scheiße, wer ist die ganze Zeit alle noch? Nein, Leute, ehrlich, ich kann keine Pommes mehr sehen und. Ich muss Shisha bezahlen. Leute, ehrlich, ich kann keine Pommes mehr sehen. Jetzt, jetzt halt noch eine Shisha rauchen, Leute, und dann schlafen gehen und wir sehen uns morgen wieder. Peace out. Jawoll, Leute, das war die beschissenste Aufnahme überhaupt. Es tut mir leid, Freunde. Das Problem war, ich habe mit 2-3 verschiedenen Kameras aufgenommen, habe die Speicherkarten von der einen verloren, von der anderen Speicherkarte habe ich alles nochmal gelöscht gehabt und dachte mir nur, what the fuck, was habe ich da gemacht? Sorry, Leute, dass das Video so kompliziert durcheinander war. Das wird das nächste Mal nicht vorkommen. Jetzt weiß ich, wie ich es beim nächsten Mal besser mache, Leute. Deswegen tut es mir leid. Aber ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und würde sagen, würde mich freuen, Leute, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Und lasst ein Abo da, Leute. Es kostet nichts. Und würde sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video wieder. Macht's gut und haut rein. Back, I'm trying to put you to bed. To bed, to bed. I wanna put you to bed.